ass and turn up the ow. Hallo und herzlich willkommen, liebe MMA ohne Maske Soldaten, bei der nächsten Folge Cage Talk. Heute die Folge Nummer 64 mit Jakob und Julian. Julian, schon mal traditionell die Frage: Wie ist das Wetter in Bad Honnef? Ah, das Wetter in Bad Honnef ist grausam, wirklich. Also heute ist nur am Regnen, wir nehmen es ganz am Donnerstag auf. Gott nur sei am Regnen. Dank. Wahrscheinlich gefühlt ganz in Deutschland am Regnen. Grausames Wetter. Trotzdem geht es mir gut, trotzdem haben wir die Stunde gefunden, sage ich mal, um uns hier zu treffen. Um ein bisschen zu quatschen, weil wir haben einiges zu besprechen, bevor wir darauf kommen. Yes. Wie geht's dir überhaupt? Puh, stressig, aber ey, wie du schon mal gesagt hast, wir haben beide die Stunde gefunden. Jetzt werden wir über interessante Sachen sprechen, die uns beide Spaß machen. Und toi toi toi, dass Internetverbindung aushält und wir uns hier entspannt unterhalten können. Ey, ich würde nicht zu viel um einen heißen Brei sprechen. Wir haben Big News. Wir fangen am besten mit dem Kampf an, den wir schon irgendwie auch vorausgesagt haben. Und zwar für mich absolut brutales Kampf. Der Main Event von Octagon 60 in Oberhausen. Lom Ali Eskiev versus Ivan Buchinger. Was sagst du zu dem Kampf? Fang du einfach mal an. Ja, das ist ein... geisteskranker Kampf, wirklich. Lom Ali Eskiev gegen Ivan Buchinger. Es ist so ein bisschen... Es ist schon ein geiles Main-Event, muss man schon wirklich sagen. Ich freue mich echt drauf. Lom auf der einen Seite kommt frisch von KSW, hat da im Titel gekämpft, hat zuletzt auch einen starken Sieg dort eingefahren. Ivan Buchinger auf der anderen Seite. Nach der Niederlage gegen Ronald Paradise hat man ihn eigentlich schon so ein bisschen, sage ich mal, tot gesagt, in Rente geschickt. Ist jetzt trotzdem mit paar guten Siegen wieder zurückgekommen, auch zuletzt jetzt in Bratislava, vorzeitig gegen Rajewski. Ey, es wird ein kranker Kampf. Ich freue mich unfassbar darauf und ich glaube, das wird eine richtige Schlacht. Ja, das wird ein richtiger Schlacht. Es wird toller Fight sein, denn wie ich schon mal vorher erwähnt habe, sind beide Sportler vor allem. Die haben quasi ganzes Leben für den Sport geopfert. Wir können gerne mal sagen, Background von beiden ist ja ziemlich ähnlich, ne? Lom Ali Eskiev ist ja Ringer, sind klein auf. Ivan Buchinger tatsächlich genau das Gleiche. Aber ich muss ehrlich zu sagen, das dagestanische Ringen und das Ringen, sage ich mal, ne? Normales Ringen ist ja ein Unterschied, aber am Ende des Tages ist es ein MMA-Kampf und da wird einfach mal entscheiden, wer besser oder wer bessere Waffen in diesem Kampf verwenden kann. Und spannendes Kampf. Ich habe bei Fightmetrics tatsächlich nachgeschaut, da ist der Lom Ali Eskiev, ich glaube in Federgewicht, aber kann mich jetzt nicht erinnern, Federgewicht glaube ich, die Platz Nummer 80 weltweit und Ivan Buchinger 154 in Leichtgewicht. Wir können sprechen über, sage ich mal, den besten oder einer der besten Main Events in Deutschland, würde ich mal behaupten, die ja. Wir je hier hatten. Definitiv, also ja, von der Qualität her auf jeden Fall. Ich meine, Ivan Buchinger ist zwar schon 37 oder so, aber der Mann hat noch Qualität, das hat man gesehen. Der hat auch vor allen Dingen gelernt, von Anfang an zu kämpfen mittlerweile, also von der ersten Sekunde an. Und ich glaube, das wird ein sehr geiler Kampf, aber um auf so eine Prognose mal zu kommen oder so eine Einschätzung vom Kampf, boah, ich sehe es tatsächlich, ich habe immer Ivan Buchinger unterschätzt und wahrscheinlich werde ich dieses Mal auch wieder machen, weil ich meine, Lom Ali Eskiev, ich freue mich erstmal, ihn endlich mal live zu sehen, ich habe ihn noch nicht live gesehen, und also zumindest kämpfen. Und ich meine, alle, die Lom kennen, die seine Kämpfe sehen, der Mann macht auch Druck von der ersten Sekunde an, hat unfassbar starkes Ring-Wrestling, aber auch im Stand ist er verdammt, verdammt gut geworden. Ich meine, alle, die mit ihm zusammen trainieren, die sagen, ey, der ist der härteste Mann im Training, im Sparring, und das mit seinen 66 Kilo, also das ist, also klar, der Kampf wird im Leichtgewicht stattfinden, aber nichtsdestotrotz, und Ivan Buchinger auch schnelle Hände, harte Hände, aber auch so sein Submission-Game ist echt stark. Total. Trotzdem denke ich tatsächlich, dass Lom Ali Eskiev Ivan Buchinger überrollt. Überrollt ist vielleicht das falsche Wort, aber definitiv, ja, in der ersten Runde komplett überrennt, ihn komplett mit seinem Druck zermürbt und das Ding auch
Ende erste Runde, wenn nicht, dann zweite Runde tatsächlich zum Ende bringen wird. Was sagst du? Du, ich bin da tatsächlich ein bisschen vorsichtig, was die Prediction angeht bei dem Kampf, außer dass ich die beide feiere. Ich bin ein riesen Fan von Ivan Buchinger schon seit Tag 1 mehr oder weniger. Das ist eine absolute slowakische Legende mit 52 Profikämpfe. Aber was mir wirklich gut gefallen hat und was mir gefällt, dass es auch Octagon so pusht, beide sind halt sehr respektvoll gegeneinander, weißt du? Die beide wissen von den Qualitäten des Gegners. Lom respektiert ja den Ivan, auch wenn er schon etwas älter ist, glaube ich 7 oder 38 Jahre alt. Wir dürfen nicht vergessen, der Typ war Cage Warriors Champion, M1 Champion, M1 Global Champion. Und trainierte auch lange Zeit in MMA Spirit Frankfurt. Also, Qualitäten hat er. Bei ihm ist einfach, ey, dieses mentale Game, was er einfach gemacht hat mit Tschechoslowaken, das ist brutal. Weißt du, in alle seine Interviews, also ihr Deutsche versteht das nicht, aber er sagt, ja, ich bin schon ein alter Schwanz, ich kann nicht mehr, mich tut alles weh, ich komme nicht hinterher mit den jungen Leuten und guck mal, was er mit denen macht. Also kommt Kampf mit Rajewski und der überrollt ihn in der ersten Runde mehr oder weniger. In zweiter Runde hat er ihn gefinisht. Und beide haben, sag ich mal, in letzte 5 Kämpfe so 2 Niederlagen oder 2, 3 Niederlagen. Ne? Der Buki hat, glaube ich, Niederlage, überleg mal, gegen Paradeiser, gegen Keita und gegen wem hat er noch verloren? Boah, ich weiß gar nicht auswendig, um ehrlich zu sein. Warte, Paradeiser, Keita und Saladin Parnas, seine letzten 3 Niederlagen. Ja. Ja, Lom hat verloren bei KSW auch 2 Kämpfe gegen sehr starke Leute, Ruchala und Rutkowski. Ey, das wird eine krasse Begegnung. Also wirklich, ich bin ein Fan von beiden, aber wenn ich meine Prediction abgeben sollte, auch wenn ich Ivan wirklich mag, glaube ich tatsächlich, dass der Lom einfach gerade so auf Höhepunkt seiner Karriere ist. Aber ist schwer zu sagen bei Ivan, ne? Bei Ivan Ja, das wisst man stimmt nie. schon. Aber ich würde tatsächlich wirklich ganz knapp, sage ich mal, 52 zu 48 Lom Alieski favorisieren. Aber dass er den Buchinger einfach so überrollt, das glaube ich nicht. Aber kann alles Yes. passieren, ist MMA. Wir werden sehen. Main Event 7.9. Octagon 60. Holt euch unbedingt Tickets. Das ist eine kranke Fight Card. Ich habe gesehen, da gibt es noch so viele Tickets, was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil diese Kämpfe und diese Kämpfer verdienen auf jeden Fall eine volle Halle in Oberhausen. Ja, Mann. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben da noch einen Kampf veröffentlicht, einen fürs Stadion sogar schon, mit Paavo Langer gegen Will Fleury, dem Iren. Langer, Interims-Champion, hat zuletzt Marc Dussis in Runde 1 geschlagen, Will Fleury hat Spor geschlagen, jetzt kämpfen die beiden gegeneinander. Ich würde mal so sagen, so ein inoffizieller Titel-Eliminator, mal Ja, sehen. safe. Ja, was denkst du? Wer macht das Ding? Puh, ey, das ist so schwer zu sagen, weil wir haben den letzten Kampf von Paulo Langer gesehen. Ich wollte gerade sagen, Will Fleury ist physisch sehr stark, aber der Marc Dussis ist physisch ein Monster. Und wir haben gesehen, dass Paulo Langer einfach sehr viele Schläge fressen kann. Das ist ein absoluter Zombie, den musst du wirklich umbringen, wenn du den besiegen möchtest. Und ich sag mal so, wenn was ist Fleury seine Stärken? Das ist doch der Bodenkampf, ne? Auch der Bodenkampf, ja, vor allen Dingen am Boden. Weil ich glaube, mit Langer könnte er tatsächlich in diesen ganzen Clinchen sehr viele Schwierigkeiten bekommen. Außer Langer kann, wenn er will, auch 1-2 schlagen. Physisch stark ist der Langer auf jeden Fall. Du, ich will nicht sagen, nur weil es mein Landsmann ist, aber ich würd diesmal mit Langer wahrscheinlich gehen. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe Fleury noch nicht nach zweiter Runde gesehen, wie der aussieht, oder nach erster Runde. Tatsächlich habe ich da nicht so viel. Ich habe nur seinen letzten Kampf gesehen. Und Langer kann 5 Runden zum Beispiel kämpfen. Also Cardio Ja. hätte er Vorteil Ja, gehabt. Langer kann es vor allen Dingen auch ungemütlich machen. Aber ich glaube, boah, es ist schwer einzuschätzen. Bei Langer weiß man nie, was man bekommt, so. Der kann auch einiges einstecken. Und Will Fleury, es wird ein Test für ihn, aber ich glaube, er macht das, weil er hat so diese auch Überrolltaktik gefühlt. Ja, ich denke, Will Fleury wird es machen. Also. Ey, aber das Ding ist, guck mal, das Ding ist, wir haben jetzt keinen richtigen Champion bei Octagon, weil mehr oder weniger der Champion ist ja Carlos Vermola. Er hat seine Karriere Ja. beendet. Er möchte nur zurückkommen, wenn er gegen Attila Vek kämpft. Vielleicht zwischendurch kämpft er noch gegen Pirat. Du, ich könnte mir wirklich vorstellen,
auch Peter den 93 Kilogramm da irgendwo als Titel Eliminator zu sein. Ist alles ob es verdient, ne? Oder unverdient, wir können drüber diskutieren. Aber Novotny hat das damit kommentiert, dass, pass auf, Pirat Krstović ist bestplatzierter Halbschwergewichtler von Octagon. Ja, obwohl er noch nie auf 93 gekämpft hat. Yes. Obwohl, halt ja, aber Ding, er hat den Demola halt besiegt, ne? Deshalb. Ja. Das stimmt. War aber Catchweight, 88 Kilo, muss man dazu sagen. Das stimmt. Ja, wir werden es am Ende des Tages sehen. Nichtsdestotrotz, wir haben noch einen Kampf von Octagon veröffentlicht. Mattis Ankiza gegen Jack Cartwright für Bruno. Bruno. Ich kann es nicht aussprechen. Bro, sag einfach, guck mal, ich bring dich bei Bruno. Bruno. Ja, korrekt, so wie Bruno. Ganz einfach. Auf jeden Fall für Octagon 61. Was denkst du über den Kampf? Sehr guter Fight. Jack Cartwright, gegen dem hat er zuletzt gekämpft, gegen Magath. War das Magath in UK? Ja. Ja, ne? Du, ich sag mal so, wenn Mathe, also Cartwright wird auf jeden Fall besseren Gegner, also spielbaren Gegner für Mathe als der Nejand, ja. Auf jeden Fall, weil Nejand ist halt brutaler Ringer. Da hat man einfach nur gesehen in dem Kampf, da würde nur gerungen. Und ich glaube, es ist ein ziemlich guter Matchup für den Mattens Sanikidze. Reichweite-Vorteil ist da. Technisch ist er, glaube ich, besser. Also ich würde tatsächlich den Mattens Sanikidze favorisieren. Was sagst du? Ja, er hat halt vor allen Dingen diese Länge, ne? Also, und Cartwright Death war so ein ungemütlicher kleiner, wie sagt man, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, so ein Wirbelwind, sag ich es einfach mal. genau. Aber, boah, ich finde es schwer, weil Jack Cartwright ist auch so ungemütlich. Aber ich glaube, Mattis Sanikidze ist besser eingestellt, kann auch seine Reichweite, denke ich mal, besser nutzen dieses Mal und wird das auch machen. Da gehe ich tatsächlich mit Mattis Sanikidze her. Yes, das wäre natürlich sehr nice. In Brno haben wir tatsächlich nochmal einen Kampf, der veröffentlicht worden ist und kämpft Mahmud Muradov gegen Scott Ashcam. Also auf Mahmud Muradov waren wir alle heiß in Tschechoslowakei. Ich glaube, die Deutschen sind auch schon mittlerweile ziemlich heiß drauf, weil der Typ sollte tatsächlich zum Beispiel gegen Abus Magomedov, glaube ich, schon sogar zweimal kämpfen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Zweimal wird es gecancelt. Mahmud Muradov hat brutale Qualitäten, aber nichtsdestotrotz, Scott Ashcam hat mich überzeugt in den letzten Kampf gegen Mark Tussis. Kämpft eine Gewichtsklasse über, fast in Halbschwergewicht. Ich glaube, das war Catchweight 92 oder 91 Kilogramm und ja. War halt physisch sehr stark. Und ich glaube, wenn er so physisch kämpfen kann gegen Mahmud Muradov, kann er auch so einen starken Gegner Schwierigkeiten bereiten im Kampf. Ja, auf jeden Fall. Also, boah, ich finde es schwer, auch hier so. Das Ding ist, ich bin mal gespannt, wie Scott Ashcam so zurückkommt, weil ich meine, der ist auch nicht mehr der Jüngste, ne, darf man nicht vergessen. Und Mahmud Muradov hat eigentlich eine gute UFC-Karriere hingelegt. Ich glaube, mit vier Siegen, zwei Niederlagen, aber halt wegen Verletzungen einfach da raus gewesen. Ich denke, Muradov wird das machen, aber es wird kein einfacher Kampf. Und ja, ich bin gespannt, Scott Ashcam geht das erste Mal, sag ich mal, in Octagon-Territorium, in fremdes Land, in das Land von dem Gegner, also nicht in England. Und ich bin gespannt, ich freue mich, Mahmud Muradov wieder live zu sehen. Ich werde dort höchstwahrscheinlich, wenn alles glatt läuft, vor Ort sein. Und es werden geile Kämpfe dort auf jeden Fall. Ich freue mich echt drauf, ja. Wobei müssen wir sagen, Scott Ashcam ist auch schon, sagen wir mal, er hat seinen Höhepunkt der Karriere schon erreicht, sagen wir mal so vor einem Jahr. Aber nichtsdestotrotz ist er immer noch stark, aber er ist gewohnt, im Ausland zu kämpfen. Ne? Er kämpfte schon mal bei KSW in Polen, war immer der Underdog. Jetzt kommt er als Underdog nach Brno und ich glaube, der kommt einfach den Mahmud Muradov Schwierigkeiten zu bereiten, vielleicht um eine Überraschung zu sorgen. Ich glaube, Muradov wird den Kampf gewinnen, aber es ist kein einfaches Spiel. Yes, auf jeden Fall. Ich würde sagen, damit schließen wir auch das Thema Octagon und kommen mal zu The Cage.
Denn The Cage hat ein paar interessante Kämpfe veröffentlicht für die Veranstaltung in Braunschweig und für die Veranstaltung in Balingen am 30.11. Wir kommen erstmal zu Braunschweig, würde ich sagen. Dort wird nämlich Sören Dubelzig gegen Lukas Kraus kämpfen. Dubelzig kommt aus einem Sieg gegen Tom Götz. Lukas Kraus, zwei Siege, starke Siege geholt, sein Pro-Debüt gegeben und danach direkt nochmal einen Sieg geholt. Die beiden treffen jetzt aufeinander am 19.10. in Braunschweig bei The Cage 5. So, auf den ersten Blick würde ich sagen, easy win für Lukas. Aber Sören Dubelzig hat gezeigt, der kann einiges einstecken, der fällt nicht beim ersten Schlag um. Wie schätzt du den Kampf ein? Puh, ich muss ehrlich sagen, den Sören Dubelzig habe ich tatsächlich nur den Kampf gegen Tom Götz gesehen. Das war sein letzter Kampf, wenn ich mich richtig erinnere, The Cage 4. Aber Lukas Kraus hat mich schon auf jeden Fall überzeugt in seinen letzten zwei Kämpfen. Junge, Talent, aber ziemlich abgeklärt, weißt du, im Käfig. Also du merkst da keine Nervosität oder Aufregung bei ihm. Aber ich sag mal so, ey, MMA-Kampf, vor allem am Anfang, beide der Karriere, da kann alles passieren, 50-50, würde ich mal sagen. Yes, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich würde mich natürlich für Lukas freuen, wenn er auf 3-0 geht. Ey, der Kerl ist jetzt 18, so muss man sich mal geben. Bin ich mal gespannt. Machen wir weiter mit David Kasumian gegen David Pichacek. Ein weiteres Duell bei The Cage 5 am 19.10. Warum sage ich, denke ich, am 18.? Am 19.10. Pichacek 1. Ne, warte mal kurz. Wie steht Pichacek? 2-1 gegen Kasumian. 1-1, genau, so rum ist es. Kasumian kommt aus einer K.O.-Niederlage gegen Ali Simo. Pichacek auch aus einer K.O.-Niederlage gegen Tyron Pfeiffer. Yes. Und ich bin mal gespannt. Beide kommen aus K.O.-Niederlagen, schnellen K.O.-Niederlagen. Aber trotzdem halte ich von beiden was, vor allem von Pichacek, habe ich schon öfters gesagt, der hat echt Talent, war natürlich ein schneller K.O. gegen Pfeiffer, kann passieren, vor allem so früh in der Karriere, Kasumian genauso, aber ich glaube, das wird ein geiler Kampf. Ja, Mann, das wird auf jeden Fall ein guter Fight sein und ich finde zum Beispiel auch diesmal Matchmaking, wenn du dir den Matchmaking anschaust, ne? Du musst kein Genie sein und du siehst 2-1, 1-1, passt. 1-1, 2-0, passt. 2-1, 1-2, passt. Weißt du, es ist nicht so GMC-technisch, ich will diese Themen gar nicht mal anfangen, ne? Aber weißt du, was ich meine? So einfach aufbauen, aufbauen. Natürlich, man kann auch aufbauen, aber auch mit guten und Gegner auf der Augenhöhe aufbauen. Und ich feiere das einfach. Das sind wirklich gute Fights. Und der nächste gute Fight ist André Langen gegen Lukas Menzel. André Langen hat seinen letzten Kampf, glaube ich, bei KSW absolviert. Zwar verloren, aber ey, mein Gott, mit 1-1 zu KSW zu gehen, 2-0 zu KSW zu gehen, ist heftig auf jeden Fall. Sich so eine Herausforderung zu stellen, in Ausland zu kämpfen, kommst du, sag ich mal, ne, Kanonenfutter, sagen wir mal so, einfach nach Polen. Und trotzdem hat er sich gut mit den Herausforderungen geschlagen, auch trotz Niederlage. Lukas Menzel, sein letzter Kampf gegen Petr Niari, zeigte auch, dass er mithalten kann. Aber hier denke ich tatsächlich, wird er auf andere Langen, auf einen anderen Kaliber einfach mal treffen, wie Petr Niari, bei allem Respekt. Auch wenn ich Petr sehr mag, aber das ist auch, was ist das, Halbschwergewicht, der Kampf? Mittelgewicht. Ah, Mittelgewicht, okay, weil der andere Langen, der wirkt auf mich so, als wäre der Schwergewichtler, Mann. Ja, auf jeden Fall ein geiler Kampf. Lukas Menzel, auch eigenes Gym in Bremen, also der führt ein Gym und so weiter und so fort. Also Respekt und es wird, glaube ich, auch ein geiler Kampf. Ein Kampf, auf den ich mich auch sehr, sehr freue, ist ein Event später bei The Cage 6 am 30.11. Nämlich Robin Mosemann ist zurück nach seiner Niederlage gegen Hugo Wach und trifft auf Luke Neal aus England. Luke Neal kennt man vielleicht, könnte man kennen, sollte gegen letztes Jahr gegen Radek Ruschal kämpfen. Ist einen Tag vorher irgendwie ausgefallen oder am selben Tag, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die beiden kämpfen jetzt gegeneinander. 3-1 gegen 3-2 passt auch. Und der Luke Neal, den darf man nicht unterschätzen. Der hat auch ein paar Kämpfe bei Ares gemacht und gute Gegner gekämpft, zwar verloren, aber ich glaube, der Mann kann was und Robin Mosemann brauchen wir gar nicht überreden, dass der was kann, das wissen wir alle. Ich sag mal, Short Notice Niederlage gegen Hugo Wach, der auch ein super, super, super Kämpfer ist, kann man verkraften. Und der Kampf wird vor allen Dingen im Bantamgewicht stattfinden, da bin ich auch mal gespannt, neue Gewichtsklasse. Das ist krass.
Ich glaube, das wird auch ein richtiger Banger. Und ich freue mich auf die Veranstaltung in Balingen. Das ist echt krass, muss ich ehrlich sagen, weil Bantamgewicht und ich sehe gerade, dass du vor 11 Minuten Beitrag gepostet hast. Also du hast während unserer Aufnahme Ich hier kann nochmal alles. geschafft, einen Beitrag Ich zu kann posten, alles. ja. Ey, brutal. Julian, du bist ein multitalentierter Junge. Okay, haben wir dann nochmal was für Balingen? Nee, das ist, glaube ich, der erste Kampf für Balingen, der veröffentlicht worden Genau. ist, ne? Ey, was ich hier auf jeden Fall aussprechen möchte, sind die Props an Thomas. Also wirklich, die Grafiken sehen 1A aus. Ja, Ehrlich. Liebe ja. Grüße gehen raus, Thomas. Top. Top Auf jeden Arbeit, Fall. ehrlich. Also es gehört auch dazu, professionelle Veranstaltungen braucht auch professionelle Arbeit, was Grafik angeht. Und du siehst einfach, dass The Cage ist kein Projekt, der heute da ist und morgen nicht mehr. Also vermute ich mal, oder so wirkt das auf mich, ne? Ja. Sondern die bauen das wirklich für die Zukunft auf. Und das sieht, Alter, schaut euch das an einfach. Warte mal ganz kurz. Nee, es sind wirklich geile Grafiken, ja, das stimmt Krank. schon. Das Ja. sieht Hammer aus. Wirklich Ja. brutal. Okay. Gut, haben wir noch Mach. mal was The Cage Das war's. bezüglich? Ja, das war's erstmal mit The Cage. Wir machen weiter auch direkt im Anschluss. Wir haben einige echt geile News, auch diesmal von Brave. Ich glaube, wir machen mit der größten News, die mich auch sehr, sehr überrascht hat. Aber es ist verdammt gut für Deutschland. Brave Titelkampf im Halbschwergewicht für Alexander Wesner. Ich war richtig überrascht von der News, aber ich finde es sehr, sehr geil. Wesner bei GMC oder ist GMC Champion, hat dort abgerissen, gute Kämpfe gemacht und trifft jetzt auf ein absolutes Biest auf dem Bosnier Erkoyun. Der steht 8-2. Ich glaube, alle seine Kämpfe durch K.O. gewonnen. Der ist ein absolutes Biest. Aber auch Wesen hat gezeigt, ey, der ist verdammt stark. Wie schätzt du den Kampf ein? Also erstens, richtig gut, dass Wesner zu Brave gegangen ist, dass er da kämpft. Ich hoffe, der wird da auch Mehrkampfvertrag bekommen. Erstens das, weil da kriegt er wirklich, sag ich mal, Gegner, die er haben möchte. Tatsächlich, Wesner würde ich gerne auch bei Octagon sehen, aber dieses Thema lassen wir erstmal. Und zweitens, er ist kein Halbschwergewichtler. Das ist mein einziges Problem bei dem Kampf. Er ist auch kein Mittelgewichtler, meiner Meinung nach. Er ist ein guter Weltergewichtler. Erkoyun ist Schwergewichtler. Also, ja, Naja, du, ich freue mich natürlich. Jun ist schon ein Halbschwergewicht da. Also den habe ich in den Na letzten gut. Kämpfen, glaube ich, Eine immer im richtige Halbschwergewicht Maschine auf gesehen. jeden Fall. Also, der Ja, sieht auf jeden komplett. Fall über 100 Kilo locker. Komplett. 110. Also, er cuttet ganz sicher in Ja. 93, aber nichtsdestotrotz, Erkoyun ist eine absolute Legende. Ich feiere auch sein TikTok sage ich, Instagram. Ja. Er hat einfach Humor ohne Ende, genau meiner Humor. Und Alex Westner wird eine große Herausforderung vor die Fäuste bekommen und werden wir mal sehen, wie er sich damit schlägt. Also eine Prediction hier kann ich nur schwer abgeben, denn Alex habe ich wirklich sehr lange im Kampf nicht gesehen. Lass mal einfach mal nachschauen, wann er zuletzt gekämpft hat. Boah, das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ja, Gegen sein. Guilherme Cadena, GMC 36, Dezember 2023. Du musst Ja, okay. bedenken, das ist fast ein Jahr her. Ja, das ist dann fast ein Jahr her, ja. Ja, aber ich glaube, er hat auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und Ja. wird cooler Ey, es Fight wird ein sein, auf geiler. jeden Fall. Es Wo kann man uns den Fight anschauen? Ist es Brave, die Veranstaltungsreihe, die kostenlos bei YouTube die Fights ja, zeigt? ja. Ja, klar. 28.09. aus Slowenien. Ey, es wird ein kranker Kampf, es wird schwer für Alex Wesner, weil Erkoyun ist ein absolutes Biest. Aber es ist ihm zuzutrauen. Das ist, glaube ich, die Chance, die man nur Sicher. einmal im Leben bekommt. Und von daher, yes, sind wir mal gespannt. Auf derselben Fightcard übrigens noch ein Amateurkampf. Kirill Negro kämpft gegen Tilen Brejon. Ich hoffe, man spricht ihn so aus, ich weiß nicht. Auf jeden Fall Kirill, absolutes Biest. Auch erst 18 Jahre alt. Amateurkämpfer aus dem UFD-Gym. Macht bei Brave einen Amateurkampf, ist auch nicht üblich, aber ist auch gute Competition. Ich weiß gar nicht, sein Gegner, wie gut er ist, aber ich sag mal so, bestimmt nicht auf dem Level von Kirill und ich denke, der wird das machen. Der Typ ist ein absolutes Biest. Yes. Du, der nächste Kampf bei dem Brave, was da veröffentlicht worden ist, ist der Pavel Dailitko gegen
Azamat Nuftilaev, ist er nicht, der Litauer, ist er nicht auch bei B&A Management, bei ABB Lego, glaube ich ja, ne? Yes, genau. Dort auf das, genau auf derselben Veranstaltung wie Wesner wird auch der Schwergewichtstitel von Brave ausgekämpft. Yes. Pavel Dalitko aus Litauen, auch absolutes Biest übrigens, Ja, Mann. kranker Kämpfer. Auch der wird um den Heavyweight-Titel kämpfen. Also sind schon kranke Gegen Kämpfer wem? auf der Sag mal Karte. bitte, gegen wem er kämpfen wird? Sag mir das bitte. Nuftilayev aus Boah, das war Usbekistan. stark, Alter. Das war Das stark, war ne? Das war stark. stark. Das war sehr stark. Das Du warst so gut vorbereitet. Ich muss dich mal ein bisschen testen, weißt du? Ich habe selber Mach. Schwierigkeiten gehabt bei dem Namen. Gehen wir eine Veranstaltung zurück oder zwei zu Brave Zwei. 86 am 24.08. aus Bulgarien. Denn dort kämpfen gleich zwei Deutsche aus dem Planet Eater. Einmal Chris macht seinen nächsten Kampf bei Brave, ist offensichtlich jetzt länger unter Vertrag bei Brave, was ich echt gut finde. Kämpft gegen Lokalmatador Pavel Vladlev. Der steht 8 zu 1, auch ein richtiges Monster, wenn man sich sein Instagram anguckt, von dem Vladlev. Aber auch Chris Mach hat gezeigt, der, als er zuletzt den Weser Fischer, glaube ich, besiegt hat, auch einen Lokalmatador echt stark besiegt hat. Chris Mach kann echt was, auch auf internationaler Bühne. Und dann haben wir auch noch Eduard Evdokimov auf dem Planet Eater, der jetzt auch echt aktiv ist dieses Jahr, schon sein dritter Kampf dieses Jahr. Und der kämpft auch gegen den lokalen Matador, den Bulgaren Ruzi Hadziev. Der steht 3-0, also auch zwei Planet Eater Jungs bei Brave am 24.08. Ja, Mann, auf jeden Fall richtig gute Competition für die Jungs, sage ich mal. Ey, wir dürfen nicht vergessen, Chris Mach hat schon 12 Profikämpfe auf seinem Konto. Ne? Vor kurzem haben wir über den gesprochen, als er die NFC Series gewonnen hat. Und guck mal, jetzt 8 zu 4 kämpft bei Brave im Ausland und sammelt wichtige Erfahrungen in seiner Karriere. Ja, sein Gegner sieht wie ein Biest aus, aber habe ich gar nicht mal bei Tapology nachgeschaut, wie es mit seinem Gegner war. Hast du das mal kurz abgecheckt, was für Gegner er gekämpft hat? Ich weiß nur, da steht 8-1, hat glaube ich in so einer kleineren bulgarischen Organisation gekämpft. Aber ja, wir werden sehen, wie gut Also, er ist, wenn er gegen Chris Mach ja, kämpft. das meine ich, könnte machbar sein auf jeden Fall Ja. für Chris Mach, auch wenn er im Ausland kämpft. Im wahrsten Sinne des Wortes machbar. Machbar, genau. Das hast du gerade gut Und gesagt. das war geil. Und der Evdokimov, er kämpft ja auch nur international, ne? Der hat zuletzt Ja. irgendwo in Polen gekämpft oder in Tschechien gekämpft, jetzt kämpft er in Bulgarien. Also man sieht einfach, dass der Petar Sobota bestens vernetzt ist und wirklich, dass er seine Jungs nicht schont. Ne? Also er schickt sie einfach oder er geht mit denen in Ausland und sagt, hey, wollt ihr die Herausforderung, wollt ihr die Besten sein? Bitte schön, beweist euch. Und das Yes. finde ich richtig toll. Yes, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben das soweit an News, glaube ich. Es gab einiges, paar geile News. Und ich würde sagen, wir kommen mal darauf zu sprechen, was letztes Wochenende so alles angestanden hat. Übrigens, bevor wir zu UFC 304 kommen, eine Sache noch zu Cage Warriors. Ich will es nämlich nicht unbeachtet lassen, denn Leon Norman hat letzten Donnerstag auch bei Cage Warriors gekämpft. Gegen, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Wie hieß der Gegner? Das war auch einer aus Litauen. Irgendwas mit Kavinauskas? Ah, Hieß er? Kavinauskas, der hat ja auch bei Octagon gekämpft. Tatsächlich hat er Genau. gewonnen auch bei Octagon damals. Ja. Die beiden haben gekämpft, war echt eine Schlacht über zwei Runden, muss man wirklich sagen. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Leon Norman dann in Runde 2 tatsächlich vorzeitig verloren durch K.O. Aber, also ich sage wirklich, Leon Norman, von dem können wir einiges erwarten in Zukunft, weil ich finde, der hat Nehmerqualitäten, der hat auch das Potenzial, der hat richtig Power, der hat das Potenzial, das hätte auch in die andere Richtung kippen können. Ist natürlich schade, dass er das Ding verloren hat, aber ich glaube, der hat echt Potenzial in Zukunft was zu reißen, auch international, muss ich wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall. Der hat sich auch eine Herausforderung gestellt. Sein Gegner war sehr gut, das habe ich dir schon mal auch vorher erwähnt. Er ist wirklich ein guter, zäher Typ. Auch erfahren, aber super Erfahrung für Neumann, weißt du. Der hat auch, wie viele Profikämpfe hat er denn? Der stand vorher 5 zu 1. Also, sein siebter Profikampf im Ausland bei Cage Warriors UFC Fight Pass. Top, auf jeden Fall. Auch trotz Niederlage. Learn or win. Win or learn. Genau so. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu UFC 304. Denn wer sich den letzten Podcast angeguckt hast, darf natürlich sehen, dass ich natürlich recht gehabt hatte. Aber darauf kommen wir gleich Julian, zu ganz sprechen. kurz, bevor wir hier sagen, dass ich wieder mal recht hatte.
Bei uns ist es so eine gewisse Abwechslung, ne? Eine Veranstaltung hast du recht, eine Veranstaltung habe ich recht. Ich habe mein Recht letzte Folge nicht so krass präsentiert hier. Also schön locker bleiben. Ey, es ist immer Abwechslung. Wer Ey, ist aber immer? meine Tipps waren komplett kacke, also komplett Ja, falsch. natürlich. Fast alles, fast alles. Yes. Ich Ich würde habe sagen. einfach fantasiert und ich habe nach so einem Wunder gesucht, aber leider bei diesen Machst du immer, Veranstaltungen. machst du immer. Ja, aber das ist bei dir auch nicht anders. Ich würde sagen, wir sprechen mal auf die Fight-Karte. Gucken, in den Prelims gab es ein paar Interessantes. Modestas Bukauskas hat einen Yes. starken Sieg geholt mit Sebastian Heil in der Ecke. Ey, Mohamed Mokaev hat zwar einen Sieg geholt, ist aber trotzdem aus der UFC rausgeflogen, Yes. weil Dana White gesagt hat, hier, nimm dein Geld und geh zur PFL. Fand Money Mac. ich muss ehrlich sagen, Ja. sorry, dass ich da reinkretsche. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich finde oft gut, dass die Veranstalter einfach mal sagen: Ey, bitteschön. Ja. Ganz einfach. Weißt du so, wir haben schon letztens dieses Thema gehabt, Keita und Nowotny, ne, wo Keita bei der Pressekonferenz gesagt hat: Ja, ich möchte Frankfurt kämpfen. Ey, ich hätte das krass gefeiert, natürlich, ne? Hätte ich den gerne vor ausverkauften Stadion kämpfen sehen, aber der sagt nein. Tipps per Ja. Game Changer gibt es in Brno, Punkt. Weißt du, so, was bleibt dir da anderes übrig? Du musst es einfach Ja. akzeptieren. Und Safe. dementsprechend kannst du als Veranstalter mal vielleicht diese auch große Stars so ein bisschen unterhalten. Ne? Solche Stars wie Conor McGregor oder Jon Jones bei UFC, das sind, glaube ich, die einzigen zwei Kämpfer, die da über UFC oder über Dana White irgendwie so sprechen können, ne? Und sich Forderungen stellen können. Aber ja, aber Mokaev würde doch gesagt, dass sein Kampfstil unattraktiv ist. Ne? Also das sollte Ja. eigentlich der Grund sein, so wie ich das mitbekommen habe. Naja, aber das ist niemals der Grund. Ich meine, der hat aus sieben Wins hat er, glaube ich, vier vorzeitig. Also, ich glaube, da war viel auch im Hintergrund. Und einfach Geldsache und alles drum dran. Der ist nicht einfach so. Und die haben dann gesagt, hier, komm, geh. Aber auf der anderen Seite fand ich ein bisschen schade. Weißt du warum? Weil eigentlich hat er genau das vor diesem Kampf oder bei diesem Kampf hat er genau das gemacht, was UFC haben möchte. Show. Einfach nur Show gemacht, ne? Ja, aber das war ein Alle bisschen zu Leute viel. wollten, ja, aber weißt du, UFC will das halt auch, ne? Okay, ist kein Khabib, aber ist trotzdem, ne? Aber dann musst du auch abliefern und das hat er nicht. Und wie war der Kampf? Das war der schlimmste Kampf, den ich gesehen habe. Siehst du, die Also wollten von sich daher. auffressen bei der Pressekonferenz und wenn es am Brotbrechen kommt, schläfst du als Zuschauer einfach ein. Ich möchte hier Oh. nicht auf Schlaumeier machen oder wie die sagen, so Profis von die am Sofa sitzen, aber das kann man sagen, ne? Wenn da zwei Typen irgendwo bei Pressekonferenz sich in Haare bekommen, möchten sich in Anführungsstrichen umbringen, direkt da. Ja. Und dann, wenn da alle Securities und alle raus sind von dem Käfig, dann siehst du langweiligster Kampf des Lebens, ne? Naja, Alles das war Show. schön. Na gut, machen wir weiter. Molly McCann verliert ihren nächsten Kampf. Nathaniel Wood gewinnt. Habe ich, Gleich warte, 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 Punkte. warte, habe ich bei McCann nicht gesagt, dass. Ich glaube nicht. Nee. Doch, Müs ich habe gesagt, müssen wir ich feiere noch. sie Wir nicht so gucken. Wir wirklich gucken und nach. ich Wir glaube, gucken die wird nach. auch nicht gewinnen. Guck mal nach. Arnold Allen gewinnt gegen Giga Chikadze, zu Recht überzeugend, auch wenn Chikadze echt gut war. Gregory Rodriguez gewinnt gegen Christian Leroy Duncan. Fand ich ein bisschen überraschend, Da aber lagen wir beide falsch. Duncan wurde auch seine Grenzen mal aufgezeigt und der Rodriguez war echt hart, muss man wirklich sagen. Dann zum nächsten Kampf, über den wir auf jeden Fall ausführlicher sprechen müssen. Paddy Pimblett gegen Bobby Green. Was ein Kampf. Also, alle diese Leute, die gesagt haben, ey, mental, der ist nicht auf dem höchsten Level und der kann diesen Druck nicht standhalten. Was hat er da gemacht mit Bobby Green? Also, man weiß ja über Paddy, was für ein kranker Bodenkampf er hat. Aber dort hat er wirklich mal gezeigt, Alter, diese Transitions auch am Boden zum Triangle Choke, dann am Ende noch zum Armbar, glaube ich, gegangen, als Bobby eh schon am Schlafen war. Das war schon sehr, sehr überzeugend in Runde 1, ja. Trotzdem glaube ich, Paddy Pimblett wird niemals Titel erreichen und ich glaube niemals Top 5 erreichen. Guck mal, und wegen solchen Hatern wird das trotzdem machen. Nein, nicht Hater. Warum Hater? Aber ich glaube das nicht, dass er Top 5 erreichen wird. Warum kämpft er nicht Top, Leute? Okay, Bobby Green ist ein guter Fighter. Aber du, was hast du letztens gesagt in Podcast?
dass sein Knie nicht mehr so gut ist, der kann keine Schläge fressen und so weiter und so fort. Ne? Der hat seine Karriere schon gemacht. Der Paddy Ja. Pimblett soll jemanden Jungen und Hungrigen kämpfen. Ich möchte den gegen Lajos Klein einfach sehen, ob der das machen Ja, kann. das ist jetzt zwar die slowakische Das wäre Brille, ein. aber wenn wir Warte, nein, jetzt nein, nein, mal. nein, 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 nein. Es geht nicht um slowakische Brille. Lajos Klein ist kurz vor Top 15. Pimblett wird wahrscheinlich Top 15 sein, ne? Ist 15 jetzt. Ist Ja. 15, also dieser Kampf macht Sinn. Wo ist das Problem? Aber er wird nicht nach Das hinten, ist. also ich bezweifle, dass er nach Ah, nach hinten gucken wird. hinten. Uiuiui. Und wie viele haben bei ihm nach hinten geguckt? Ja, aber das geht ja darum, das, was die UFC vorhat, weißt du, was ich meine? So, und die werden, ich denke, er wird als nächstes gegen den Sieger von, sowas gemunkelt wird, von Moicano gegen, wie heißt der? Wie heißt der Franzose? Ich habe den Namen vergessen. Sag mal schnell. Der gegen Poirier verloren hat. Ja, wie habe ich den Namen Benoit vergessen? Saint-Denis? Genau, gegen den Sieger von Benoit Saint-Denis gegen Moicano kämpfen, so wie es aussieht, gehe ich mal Und stark wenn von er aus. Saint-Denis bekommt, wird richtig Schwierigkeiten haben. Das wird richtig schwierig, ja. Das wird richtig schwierig. Aber. Aber er will ja langsam nach vorne und jetzt kommen halt nur noch Brecher, ne? Also von daher mal sehen, wie Ja, es ja, ja, abläuft. ja. Ja, Mann. Wer auf jeden Fall. Nur, Ist einfach ja? unsympathisch. Es ist mir einfach unsympathisch. Ich sage das auch so, wie Ah, es ist. Das ist genauso wie Shamrock. find ihn. Nein, Mann, Alter. Ja, aber das kannst du doch niemals Okay, vergleichen. sorry. Hast du Guck mal, recht. Er was ist ein bisschen ist ja die sympathischer als UFC. Shamrock. Er ist ein bisschen sympathischer als Shamrock. Und der liefert komplett ab, so was will, also. Noch. Noch kamen, noch, noch, noch hat er keinen, Wen? noch hat er noch keine starke Gegner gehabt. Das ist genauso wie Shamrock bei der Octagon. Sag mir einen starken Gegner von Shamrock bei Octagon. Weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, wenn du in der Top 15 angekommen bist, dann und 6-0 in der UFC stehst, dann kannst du mir nicht sagen, dass du keine guten Gegner geschlagen hast, meiner Meinung nach. Fanboy, Alter. Nichtsdestotrotz, ja. Nichtsdestotrotz, wen man auf jeden Fall nicht haten kann, ist. Und wem man nicht unterstellen kann, dass er keine guten Gegner kämpft, ist Tom Espinel. Also, was ein Kerl. Den nächsten Gegner in einer Minute abgefertigt mit Curtis Blaydes, wo man gedacht hat, okay, Curtis Blaydes könnte ihm echt gefährlich Krank. werden. Aber, also, Tom Espinel ist absolut, meiner Meinung nach, das beste Schwergewicht auf der Welt. Und für mich auch der reguläre Champion. Was die Ja, Mann. UFC da für Politik mit Jon Jones macht, sollen die machen, aber für mich ist Tom Espinel das beste Heavyweight, was es gibt. Ey, das ist schon bescheuert, dass er sag ich mal, Interim-Titel verteidigen musste. Es gab es nur noch einmal in der UFC-Geschichte, habe ich letztens gelesen. Auf den Namen komme ich jetzt nicht dran, auf die Schnelle. Okay. Ja, es gab es schon mal, auf jeden Fall, in der Geschichte. Tom Espinel, das Prototyp. Killer, einfach. Ja. Es sieht brutal aus, muss man sagen. Für die, wenn du die Schwergewichtler anschaust, ne, die sehen so immer ein bisschen, Ja. ne, fett aus. Aber der Typ sieht gut aus, kann sich gut verkaufen. Ist unglaublich beweglich für die Gewichtsklasse. Und ja, Kampf gegen Jon Jones würde mich interessieren. Aber ey, warte, bevor wir dazu kommen, hast du das Video gesehen? Wir kommen jetzt zum Bilal Muhammad versus Leon Edwards. Als die beide sich begegnet haben in Lift, also in Aufzug. Also, Und ja. ey, beste Szene, wo ich gelacht habe, als sie da schon unten sind, ne? Ich Und der weiß. Bilal Muhammad guckt so und dann kommt die Kamera auf Tom Espin und Drama. So, was war das Ich denn, weiß ganz genau, ich Alter? hab's gesehen, Oh ja. mein Gott, das war so lustig, das war einfach nur diese 2 Sekunden waren besser als das ganze Video. Ja, auf jeden Fall. Also, Was hat er das gesagt? muss. So, I like Drama oder so, ne? So Drama. Ja, irgendwie sowas, irgendwie sowas. Aber du musst ihm mal wirklich geben, Tom Espinel, seine letzten drei Kämpfe mit Curtis Blaydes, mit Pavlovich, mit Tybura, innerhalb nicht mal einer Runde Tibura, Alter, kein abgefertigt alle. Tibura. Tibura. Ja, wie auch immer, Tybura. Tybura. Alter. Ivan Buchinger. Auf jeden Fall, ey, der Typ ist krank. Ich Ja, Mann. bezweifle zwar jemand, auch wenn Dana White sagt, okay, der Sieger von Miocic gegen Jones wird Niemals. gegen Espinel kämpfen. Niemals wird Jon Jones gegen Tom Espinel kämpfen. Kannst du mir nicht sagen, der wird es nicht machen. Die werden beide Schwierig. zurücktreten danach. Die wissen selber, Tom Espinel ist absolut top, top, top. Und ich meine, der hat richtig Potenzial, auch diese Division 3, 4 Jahre lang zu dominieren. Der hat jetzt schon die meisten aus der Division geschlagen, außer Ciryl Gane. Und der wird
Also er hat Potenzial, auf jeden Fall Heavyweight Gold zu werden. Zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt, jetzt zum ersten Mal sage ich, schade, dass der Francis Ngannou gegangen ist, weil das wäre auch ein interessanter Kampf, Ngannou versus Tom Espinal. Trotzdem denke ich, Espinal hätte den Ngannou besiegt, ne? Aber man könnte wirklich gut promoten und ja, es wäre echt geil. Wäre echt geil. Yes. Okay, lass uns mal über Main Event sprechen. Bilal Mohammed versus Leon Edwards, der Titelkampf in Weltergewicht. 5-Runden-Kampf, 25 Minuten. Erzähl mal, wie unterhalten würdest du? Also ich muss wirklich sagen, ich wurde live zumindest unterhalten. Ich muss viele sagen, das war ein langweiliger Kampf. Ich fand es nicht mal langweilig. Also ich war ein ansehnlicher Kampf, so, also nicht ansehnlich, vielleicht nicht, aber taktisch auf jeden Fall. Was? Ansehnlich. Ich mach Spaß. Auf jeden Fall taktisch extrem stark von Bilal Mohammed. Also vor allen Dingen, was mich auch beeindruckend fand, er hat Leon Edwards im Stand auch geschlagen. Also er war besser im Stand, er war besser am Boden und von Leon Edwards war es nichts. Nichts, nichts, nichts. Außer diese eine Runde, wo er am Boden die ganze Runde halt am Rücken war. Sonst war das gar nichts von Leon Edwards. Ich war sehr, sehr enttäuscht. Aber da hat man wieder gesehen, diese, ja, ich weiß nicht, ob es mentale Probleme sind bei Leon Edwards, wenn er sieht einfach, wenn er die ersten 2 Runden abschenkt, er ist mental vorbei einfach so. Das ich glaube ja nicht nur das. Ich glaube, da hat ganz anderen Faktoren eine Rolle gespielt. Also das Ding ist die halt Uhrzeit, um der sie gekämpft haben. Und die anderen haben nicht um die Uhrzeit gekämpft, oder? Ganz kurz, wir reden hier über Kampf Mohammed versus Leon Edwards, korrekt? Ja, ja, natürlich. So, und jetzt? Wo hält sich Bilal Mohammed ständig auf? Wo trainiert er? Er trainiert in Russland oder in Abu Dhabi. In Abu Dhabi, so. Okay. Ist es in einer anderen Zeitzone? Ja, eine Stunde. Meine ich ja. Also, ich sag mal so, wenn du, ich sag mal, ich will den Leon Edwards nicht hin, aber ich habe viel gelesen und der hat es. Vielleicht waren das auch Ausreden, dass er müde war und so weiter und so fort. Natürlich. Jeder auf der Fightcard hat um die Uhrzeit gekämpft. Warte ganz kurz, Mann, Alter, entspann dich. Nee, jeder hat andere Uhrzeit gekämpft. Ja, aber. Ich will dir noch was erklären. Ich will dir noch was erklären. Es ist nicht einfach, um 6 Uhr morgens einfach zu kämpfen. Auch wenn du dich dafür vorbereitest. Es ist Tagesform, ne? Erstens. Zweitens, Alter, um 6 Uhr morgens. Ne? Also, du siehst einfach, wie UFC komplett auf die europäische Zuschauer scheißt. Aber komplett vom Feinsten. Und das ist. Ja, klar, wenn du da 30, 40 Millionen mehr siehst, die du verdienen kannst von USA, dann machst du das halt, ne? Auch. Aber krass, also es kann eine Ausrede sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Faktor spielt, um 6 Uhr morgens zu kämpfen, wenn du Europäer bist und es Zeit nicht gewohnt bist. Ja, aber also ich finde, guck mal, das ist ein scheiß Titelkampf von der UFC. Willst du mir sagen, du hast dich nicht darauf vorbereitet? Dass du weißt das doch monatelang, weißt du? Und klar, es ist nicht gut, so nachts zu kämpfen. Monatelang, warte, war das monatelang bekannt, dass die um 6 Uhr morgens es kämpfen? Ich weiß es ganz genau. Ich weiß noch. Okay, damals, ich habe das tatsächlich, habe ich das vielleicht 2 oder 3 Wochen vor UFC mitbekommen, dass es so scheiße ist. Nein, also ich habe das so mitbekommen. Das wurde schon Monate vorher bekannt, als dieses Event bekannt gegeben worden ist. Das weiß ich ganz genau. Ich weiß auch, als wir darüber diskutiert hatten, Monate vorher. Und guck mal, das Ding ist auch, Bilal Mohammed trainiert in Abu Dhabi, Russland. Das ist keine große Zeitverschiebung, sage ich jetzt mal. Und selbst wenn, der ist doch auch schon wie lange vorher in England, weißt du? 6 Stunden. Und du, ja, und vorher, aber Abu Dhabi zum Beispiel nicht 2 Stunden oder so. Aber wie auch immer, ich meine, er hat ja genau dieselben Bedingungen, mehr oder weniger. So, der ist auch 1-2 Wochen oder so vorher in England. Und ey, du stellst dich darauf ein, du kannst mir nicht sagen, wenn du einen Titelkampf hast. Oh, ich war zu müde, weißt du, was ich meine? Ich will nicht sagen, Bilal Mohammed hat voll verdient gewonnen. Ich suche nur vielleicht mal nach Faktoren, die eventuell Leon Edwards seine Leistung beeinflussen könnten. Ne? Weil es war nicht der Leon Edwards wie in den letzten 2 Kämpfen. Natürlich mentale Probleme, wenn du siehst, 2 Runden liegst du dahinter. Hast du seinen Vater gehört? So diese Videos, wo er in den Käfig kommt. Hey, wach auf, soll ich das abbrechen? Naja. Was ist los mit dir? Naja. Klar, natürlich, verständlich, ne? Aber du hast einfach gesehen, der pennt ja ganze Zeit. Also für mich, ich habe mir den Kampf 2-mal angeschaut. Ich fand, Leon Edwards hat einfach geschlafen, der ganze Kampf. Der war nicht dabei. Ja. Er war mental nicht anwesend. So. Ja, aber das hat mich halt ein bisschen an den 2. Usman-Kampf, so, wo er 4,5 Runden komplett hingehalten worden ist. Klar, am Ende war ein Headkick
Klar, alles schön und gut, Titel gewonnen, aber genau das war dasselbe meiner Meinung nach. Und ich finde, er hat schon diese mentalen Dinger, muss man ihm auf jeden Fall so geben, wo er Probleme hat. Aber ey, Belal Muhammad, Props an den. Ich meine, most gehateter Kämpfer wahrscheinlich in der UFC. Niemand gerechnet, dass er jemals UFC-Champion wird. So gefühlt, der hat gefühlt gar keine Fans von seinem Kampfstil und kommt dahin in ein fremdes Land, wird komplett ausgebuht von allen in der Halle und kommt Ja, dahin und liefert stabil. so eine Performance ab, schlägt Leon Edwards am Boden im Stand, Ja, Mann. komplett überzeugende Leistung und ist jetzt Champion, ey, muss man ihm Okay. anrechnen, hat er verdammt stark gemacht. Definitiv, auf jeden Fall Respekt für Belal Mohammed, voll verdient. Aber eine Frage, was glaubst du, wie lange wird der Champ sein und wer ist der Nächste? Wir haben schon Also der letztens ein nächste bisschen wird auf jeden diskutiert. Fall, der nächste wird auf jeden Fall Shavkat sein, gehe ich stark von Ah, aus zumindest. auf jeden Fall sagst du. Gehe ich mal stark von aus, so. Wer soll Auf denn jeden sonst? Fall hast du gesagt. Ja, Aber letzte ja. Folge wolltest du nur noch mit mir streiten. Nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Auf jeden Ah, Fall, weißt du nicht. Okay, okay. alles gut. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass Shavkat auf jeden Ja. Fall der nächste Gegner sein wird. Und ich sage dir Und jetzt das was. könnte wo sein? Wahrscheinlich auch Abu Dhabi, ne? Diese Richtung. Boah, da Was ist das? weiß ich UFC nicht. 308? Da, wo es geplant Ja, ist, im Makhachev und Oktober, so. Das wäre schon cool. aber das ist in ein paar Wochen. Also das ist in Oktober. Wie zwei, viel in, das Oktober ist in ist es? 9 Wochen, in 10 Wochen ist das. Nee, das Dann wird zu kurz, niemals. richtig. Ja. Und ich sage dir aber, Shavkat hat, ich sag, also viele rechnen ja Shavkat so hoch an, aber guck dir mal auch den Kampf gegen Jeff Neal oder so an, wo der viel kassiert hat. Und ich sage dir, Belal Muhammad ist unangenehm. Und ich sage sogar, Belal Muhammad hat gute Chancen, Shavkat zu schlagen. Auch wenn sich's jetzt ein bisschen komisch anhört, aber ich würde den da nicht abschreiben, auf jeden Fall. Wie siehst du Naja, das? also ich glaube, wie ich letztens gesagt habe, Shavkat Rachmanov wird auf jeden Fall UFC-Champion sein. Und wenn es der nächste Kampf sein wird gegen Belal Muhammad, ich traue ihm das, dass er der Belal Muhammad besiegen kann. Und das Problem ist von Shavkat, dass er halt kein Englisch spricht. Ne? Das ist halt das Naja. Problem. Und UFC braucht halt Champions, die Englisch sprechen, weil die müssen auch promoten, die müssen sich irgendwie verkaufen. Shavkat kommt, wo kommt der her? Aus Kasachstan, ne? Glaube ich. Weiß gerade gar Ich nicht genau. glaube Kasachstan, bin mir nicht ganz. Doch, Kasachstan kommt er aus und das ist auch nicht Markt, wo UFC jetzt, keine Ahnung, irgendwie Geld verdient, ne? Klar, russischsprachiger Raum, okay, kann man in Abu Dhabi kämpfen. Also ich hoffe, er bekommt. Ich hoffe er wirklich, er bekommt den nächsten Kampf, den Titelkampf und ich glaube, der wird Belal Muhammad besiegen. Aber werden wir sehen, wenn es soweit ist. Yes, und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch auf die UFC Fight Night in Abu Dhabi zu sprechen am Wochenende. Es ist eine verdammt starke Fight Night, wenn man ehrlich ist. Wir werden jetzt nicht über jeden Kämpfer sprechen. Ja, ein Kampf, den ich zum Beispiel sehr stark finde, ist Guram Kutatelazo, der Georgier, gegen Jordan Vucinic, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall ehemaliger Cage Warriors Champion, der Short Notice einspricht gegen Kutatelazo. Wir haben da Viktoria Dudakova, die ungeschlagene Russin, 8 zu 0. Chamil Gavziev, der 12-1er aus Bahrain, der auch den Slowaken geschlagen hat. Wie hieß der nochmal? Budai geschlagen hat, Budai. genau. Ein Kampf, auf den ich mich echt freue, ist Alonzo Menefield gegen Azamat Murzakanov. Da ist ein 13-0er Halbschwergewicht. Der hat auch schon gesagt, ey, ich glaube, der ist irgendwie auf 12 oder 13 gerankt. Und der hat schon gesagt, ey, Alex Pereira, warte ab, bis ich da oben bin in der Division, weil der ist auch echt stark, 13-0. Ein Russe auch. Dann haben wir Joel Alvarez gegen Elvis Brenner, auch geiler Aber der Kampf. Du hast schon mal, den Shamil Gaziev, ne, hast du erwähnt. Alter, der Typ Genau. ist verdammt stark. Lass uns mal kurz bei Guram Kugalatze versus Jordan Gerne. Vucenic sprechen. Kennst du den Jordan Vucenic? Ich kenne den, ehemaliger Cage Warriors Champion, starker Mann. Ist er noch oder nicht mehr? Nee, 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 da war irgendwas. Der ist auf jeden Fall nicht mehr Cage Warriors Champion. Der hat nämlich Ja, zuletzt einen aber. Kampf gemacht ohne Titel Also, irgendwie. Ich weiß nicht. aber. Ach so, ohne Titel, okay, weil er bei Cage Warriors nochmal durch Routine Choke gewonnen hat. Also, der Typ hat richtig gute Submission. Also, gutes Ja. Submission-Game auf jeden Fall. Ey, sehr geiler Fight. Also, wir sprechen hier über Fight Night, ne? Ist es Fight Night, Ja, korrekt? Fight Night, Fight Night. Das ist gesagt, das ist brutale Fight Card. Alter Schwede, wenn man sich die Fight Card anschaut, ne? Cedric Dumas macht die Fight Card auf. Boah. Der kämpfte doch jetzt letztens gegen Abu Saiter, oder nicht? Genau, der war das.
Wow, krass. Okay, Shamil Gaziev. Ich habe mal kurz nachgeschaut. Also ich habe die Fightcard gesucht. Deshalb Shamil Gaziev sehr stark. Er trainiert, glaube ich, in dem gleichen Team wie Mokaev. Trainieren alle zusammen in Bahrain. Wie heißt es? Boah, da Wie bin ich heißt gerade das, sein überfordert. Team? Warte. Das heißt Also hier steht KHK MMA KHK. Team. Genau, Ja. richtig. Und wenn du draufklickst bei Topology, dann glaube ich, könnten die Fighter rauskommen, die da alle trainieren. Islam Makhachev, Ikram Askerov, Magomed Magomedov, Eldarov, Das ist Mukaev, aber ein. Gaziev. Ja. Das Also hört sich alle aber an Repräsent. nach Ding. Wie heißt das? Nurmagomedov Fight School. Oder Ja, beziehungsweise Khabib sein. aber in Ja. Bahrain halt, ne? Money. Ja. Ja. Yes. Also haben wir Alonso Menifield genau gegen Musa Kanov. Habe ich eben schon was zugesagt. Der guckt schon auf Alex Pereira. Bin ich mal gespannt. Joel Alvarez gegen Elvis Brenner. Elvis Brenner hat auch einen kranken Kampfstil. Das ist der aus dem Camp von Charles Oliveira, der auch seine Haare immer blond färbt. Und Joel Alvarez auch 20-3er Spanier. Warte mal, gegen wen hat er Der Mann. zuletzt gekämpft? 5-2 bei UFC und zuletzt gegen Mark Diakis gekämpft bei Ja, UFC Fight Night. Durch Tarukyan Darzo gewonnen. verloren. Ja, Thiago Moraes ist besiegt. Ja, guter Mann, bin ich mal auch gespannt. Ich glaube, es könnte ein richtig starker Kampf werden. Mackenzie Dern gegen Lupita Godines. Mackenzie Dern kennt man, müsste man kennen. Die Gegnerin kenne ich gar nicht. Muss ich auch gerade mal gucken. 7-4 in der UFC zuletzt gegen Jandy Robber verloren. Ja, Mackenzie Dern kennt man. Dann, jetzt kommt ein Alter, Punkt, hör mir wo ich auf, bitte. deine. Ich will darüber gar nicht mal reden. Jetzt müssen wir wieder darüber reden. Tony Ferguson gegen Michael Chiesa, was sagst du? Kein Mensch will diesen Tony mehr kämpfen sehen. Mich inklusive. Ich Aber will da, das nicht mehr. Das denkst du, ist er so macht das? traurig. Der macht es Denkst du, nur er wegen gewinnt? Geld. Nein. Denkst du, er gewinnt? Nein. Michael Chiesa ist nicht gut, also Michael Chiesa, warte, was hat er zuletzt gekämpft? Ist nicht gut, okay. Auch 3 Niederlagen in Folge, okay, gegen Luke Brady und Kevin Holland. Okay, sind starke Gegner, davor gegen Magny gewonnen. Sieben Boah. Niederlagen in Folge, Tony Ferguson, ehemaliger, sage ich mal, Titelanwärter, sollte gegen Khabib Nurmagomedov kämpfen. Dann willst du nicht einfach so oft verlieren sehen. Und wenn er gewinnt, was passiert? Wird er nochmal Dann kämpfen, Richtung Titel. noch mehr Schaden kriegen. Also ich möchte Tony Ferguson nicht mehr kämpfen sehen. Also ich glaube, er wird verlieren. Um ehrlich zu Ich sein. sag dir, Tony Ferguson wird gewinnen. Er wird es Ich machen. hoffe, er gewinnt oder verliert und dann hört er auf einfach. Es Ja, reicht. auf jeden Fall. Das reicht. Kommen wir auf einen Kampf, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Marlon Vera gegen Davison Figueroa. Was ein geiler Kampf. Also, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass der Kampf wieder auf der Fight Card ist. Aber Figi gegen Vera, boah, das wird, glaube ich, ein richtig kranker Kampf. Figueroa ist sowieso auch im Bantamgewicht eine absolute Maschine jetzt. Glaube ich, 2 Siege da in der Gewichtsklasse. Zuletzt gegen Cody Garbrandt gewonnen. Marlon Vera. Zuletzt gegen Sean O'Malley verloren. Was sagst du, wer macht das Ding? Ich glaube, der Brasilianer, ich würde mit Figueiredo tatsächlich gehen. Irgendwie hat er mich überzeugt schon im letzten Kampf. Und auch Marlon Vera hat guter Kampf abgeliefert gegen Sean O'Malley. Leider nicht gewonnen. Nichtsdestotrotz gut abgeliefert. Aber der Brasilianer habe ich auf jeden Fall vorne. Bin ich bei dir auf jeden Fall. Ich mag den auch sehr, sehr. Also David Figueroa, bin ich mal gespannt. Auch ein sehr, sehr kranker Typ. Co-Main Event. Sharamagomedov gegen Michael Oleksiejczuk. Boah, ich kann diese polnischen Namen mittlerweile. Ja, Mann, du bist stabiler Pole geworden, Alter. Oleksiejczuk hat zuletzt einiges verloren, glaube ich. Er hat 2 Niederlagen Kevin gegen Holland Kevin und Michael Holland. Pereira. Er hat 2 bittere Niederlagen. Caio Sharamagomedov Borralho 13. auch Niederlage. Also, er hat immer Ja. gegen starke Leute gekämpft und verloren. Ja. Sharamagomedov 13 zu 0, zuletzt auch einen guten Sieg geholt. Bin ich mal gespannt. Ich denke, Shara wird das machen. Und? Sehr guter Matchup für Schara, weil Michael Ja. Oleksiejczuk ist eher der Stand-up-Fighter, ne? Ja. Also kein gefährlicher, sage ich mal, Ringer oder so. Ja, Ja. warum nicht? Die bauen den Schara einfach auf, bis er dann irgendwann mal einen guten Ringer bekommt. Also es ist wirklich bemerkenswert, wie Sharamagomedov gut in Stand-up ist, wirklich. Also Ja. sehr, sehr gut. Und das haben wir schon letztens gesprochen, ne? Ja. Ich sehe das Schara, ich favorisiere ihn komplett in Ja. diesem Kampf. Ich glaube nicht, dass Oleksiy ihm gefährlich sein kann. Das Ding ist bei Oleksiejczuk, habe ich zuletzt einen Post gesehen, da hat
irgendein Fan gefragt, ey, wenn du den Kampf verlierst, kommst du dann zurück zu KSW? Und er so, ey, wenn ich den Kampf verliere, dann werde ich wahrscheinlich meine Karriere beenden. Also so nach dem Motto, bin ich mal gespannt. Aber Oleksijczyk trainiert den Ankurs MMA. Das ist echt sehr, sehr gute, für mich wahrscheinlich das beste Team in Polen. Also sehr gute Leute am Ja. Start. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, da wird schwierig Ja. gegen Schara. Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Dann kommen wir zum Main Event. Corey Sandhagen gegen Umar Nurmagomedov. 17 zu 4 gegen 17 zu 0. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie wir Umar Nurmagomedov sehen, in welcher Shape. Weil ich sag mal so, es ist der erste starke Gegner für ihn in der UFC endlich mit Corey Sandhagen. Und Corey Sandhagen ist jetzt keiner, den man mal einfach besiegt. Der Mann hat um den Titel gekämpft, hat zuletzt starke Siege geholt und ist Ja, Mann. Elite, Elite im Bantamgewicht der UFC. Was sagst du? Ja, vorletzter Kampf gegen Marlon Vera gewonnen, letzter Kampf gegen Rob Font und jetzt kriegt Umar Nurmagomedov wirklich, wirklich zu kämpfen mit guten Gegnern. Ey, es kann auf beide Seiten gehen, 50-50, aber wenn du mich fragst, auf welcher Seite ich stehe, ich bin auf jeden Fall Team Corey Sandhagen. Aber denkst du auch so vom Kämpferischen, dass das macht? Nicht so Sympathie, sondern auch Nein, kämpferisch. nein, nein. Also ich glaube, der Sandhagen kann tatsächlich Nurmagomedov besiegen. Also Ja. es ist, Bin ich, glaube bin ich, für ich. Umar Nurmagomedov der erste Main Event, vermutlich, ne? Boah, das war, ich glaube, ja. Vermutlich. Ja, ich vermute mal. Und Ja. ja. Ich bin tatsächlich bei dir, so. Das Ding ist, Nurmagomedov Also hat der noch nicht diese. Umar Nurmagomedov bis jetzt, er steht 17 zu 0, aber er hat mich noch nicht so wirklich überzeugt. Und wie du schon mal Ja. gesagt hast, das Corey Sandhagen ist wirklich so dieser erste Härtetest. Ist er auf dem Niveau, da wirklich ganz oben mitzuspielen und irgendwann mal Champion zu werden oder tatsächlich nicht? Und das werden wir jetzt halt herausfinden. 50-50, wie ich schon mal gesagt habe, 50-50. Es geht nicht um Sympathie oder nicht. Umar Nurmagomedov finde ich tatsächlich sehr sympathisch, auch lustig, wenn er auf Englisch spricht und so in Videos. Das ist echt super cooler Typ, aber glaubst du, Corey Sandhagen hat schon solche Gegner vor Fäusten gehabt, die Erfahrung hatten wie Umar Nurmagomedov. Und Umar Nurmagomedov hat tatsächlich noch nicht die Gegner vor Fäusten gehabt, wie eben Corey Sandhagen ist. Das. Ja, da So. gehe ich auf jeden Fall mit. Ich denke einfach, Corey hat auch das bessere Striking, das schnellere Striking, technisch vor allen Dingen. Und ist am Boden jetzt auch nicht so kacke. Und ich denke, er Nicht wird so einfach kacke. Das ist ja geil. diese Du bist Erfahrung nicht so einfach kacke. ist. Eigentlich bist du ganz okay. Ich sage einfach, diese Erfahrung von Corey Sandhagen auf dem Niveau ist einfach viel, viel mehr als das von Umar. Und deswegen denke ich auch, ich glaube, es wird ein knapper Punktsieg für Corey Sandhagen, um mal so eine Prognose abzugeben. Aber ey, es wird eine geile, geile Fight Night. Ich freue mich echt drauf, weil das Ganze startet um 18 Uhr am Samstag. Also perfekte Zeit in Deutschland. Ich freue mich endlich drauf, eine Fight Night mal wieder zu einer normalen Zeit zu gucken. Ja. Seht ihr auf dem UFC Fight Pass und auf The Zone. Also einschalten. Und ja, haben wir noch was? Ich habe nur mal gerade geschaut, was für Kämpfe würden da noch Veröffentlichungen gecancelt worden sind. Vicente Luque versus Nick Diaz, Stimmt, Abdul ja. Karim El Shelvadi versus Guram Kukuladze, Azad Maksun versus CJ Vergara, Javid Basharat gegen Chris Gutierrez und das war's auch. Nee, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, würde ich mal sagen. Wir haben mal wieder fast eine Stunde gequatscht und ja, ich glaube, ich überlasse Intro heute dir, Julian. Outro meinst du? Outro, Intro, Outro. Ja, Mann, ich bin schon alt, ey. Nein, Spaß. Das Outro übernehme ich gerne. Ja, wir haben passend wieder eine Stunde gequatscht. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr bis hierhin zugeguckt habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, wer macht's, Cory oder Uma. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren, was ihr denkt. Lasst ein bisschen Liebe da, guckt bei CBD Black Magic und bei Wieseltas das vorbei. Mit Code MUM spart ihr dort 15%. Und ich würde sagen, ja, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und ich würde sagen, Abschiedsfaust. Yes, Abschiedsfaust, Haut haut rein. rein. Ciao, aus.